Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute eine Partie für euch mitgebracht, direkt aus der Community, immer im Discord-Server. Da gibt es dieses Sub-Forum mit Partien, wo Leute aus der Community ihre Partien zeigen. Und die werden dann teilweise auch von anderen Mitgliedern analysiert und ist eine richtig coole Sache. Und ab und zu, wenn ich dort eine schöne Partie finde, dann nehme ich die und schaue mir die auch mal an und schaue, ob sie sich eignet für den Kanal. Und die hier ist wirklich perfekt. Mit Weiß, ein Mitglied von unserer Community, hat ungefähr 1600 und mit Schwarz 1750. Also der Schwarze war schon deutlich stärker. Und ja, wir schauen uns mal an, wie diese Partie so verlaufen ist. Sizilianisch findet man auf dem Niveau ziemlich häufig. Und Springer C3. Der geschlossene Sizilianer, eine Nebenvariante, aber schon extrem giftig, muss man sagen. Ist eine coole Eröffnung. G6, G3, D6, eigentlich alles normal. Hier kann man nicht so viel dazu sagen. Läufer G2, Springer F6, Springer E2, Läufer G7. Und ich glaube, wenn jemand die Eröffnung noch nicht kannte, kann er sich vielleicht schon denken, was der Plan von Weiß ist. Versucht mal zu raten. Genau, also der Springer ist nach E2 gegangen, weil man den F-Bauern mobil halten möchte und schnell mit dem F-Bauern läuft. Also ein bisschen wie diese Bauernphalanx, die ich mal in einem Video angesprochen habe. So ähnlich ist es hier auch. Man will den gegnerischen König mit Bauern überrennen. Rochade, Springer C6, D3, E5. Und hier muss man sagen, eigentlich war alles wie aus dem Lehrbuch. Man muss aber auch anmerken, dass diese Eröffnung für Weiß, die ersten Züge, basiert eigentlich alles auf Plänen. Das ist deswegen sehr schön. Also man braucht hier nicht so viel Theorie, sondern man weiß, der Springer geht nach C3, der geht nach E2, wir vierentschittieren den Läufer und laufen dann mit dem F-Bauern. Was es auch für Schwarz ein bisschen unangenehm macht, dagegen zu spielen. Und hier gibt es verschiedene Pläne. Und E5 gibt es als Plan schon. Überlegt mal, was könnte ein Problem sein? Okay, also E5 ist eigentlich ein guter Zug, weil er stellt sich dem F-Bauern so ein bisschen in den Weg. F4 kann man hier trotzdem spielen, kam auch in der Partie. Und was das Problem an E5 ist, ist es ein bisschen eine Schwächung. Dieser Bau hier wird tendenziell schwach und dieses Feld hier noch viel mehr. Also D5 wird dadurch extrem geschwächt und Weiß steht leicht besser, auch nicht viel. Rochade. F schlägt E4 und das ist jetzt ein bisschen ungenau. Hier schlägt man eigentlich nicht. Eher lässt man den Druck und versucht im richtigen Moment vorbeizuziehen. So spielt man diese Strukturen, um eben hier auf Königsangriff zu gehen, den G-Bauern zu tauschen. Und das Schlagen hilft nur Schwarz, weil erstens tauscht sich der schwache D-Bauer ab. Zweitens wird das Feld D4 dann schwächer, weil auf einmal die Dame auch drauf schaut. Und drittens ist das Feld D5 nicht mehr so schwach, weil die Dame auch drauf schaut. Das heißt, mit diesem Tausch hat man sich wirklich gar keinen Gefallen getan. Ist jetzt kein Weltuntergang, aber muss nicht sein. Also hier in dieser Stellung gab es sogar schon eine Partie, wo vorbeigezogen wurde von Joe Bava. Also diese Stellung gibt es wirklich noch auf Top-Schachniveau. Der hatte zu dem Zeitpunkt über 2,7, der hier vorbeigezogen ist. Und das eben, das zeigt schon, dass das eigentlich der richtige Plan der Stellung ist. Nur so, das ist hier also typischer Fehler. Die Eröffnung wurde zwar gut gespielt, also wirklich für die Zahl perfekt. Also Hammer. Aber ab irgendeinem Punkt hört bei jedem das Wissen auf. Und hier, also das war einfach der falsche Plan. Also da würde ich Weiß empfehlen. Also ich kenne Weiß auch. Super Spiele, wirklich. Aber ich würde dir empfehlen, vor allen Dingen zu dieser Öffnung, die auf Plänen basiert, dir nochmal schön so Modellpartien anzuschauen. Also einfach zum Beispiel diese Stellung einzugeben auf Leeches und dann dir die Partien anzuschauen, die dort gespielt wurden. Dadurch verstehst du so, was die Pläne sind. Genau, okay. D schlägt E5, natürlich auch kein Riesenfehler. Weiß steht jetzt nicht auf einmal schlecht oder so, aber es wird schwieriger für Weiß jetzt hier gute Pläne zu finden. Läufer E3, schöner Zug. Figur entwickelt mit Tempo. Springer D4. Genau, der Springer geht hier rein in dieses Loch. Springer D5, sehr gut, ja. Das ist hier diese,
dieses typische Spiel, ich kenne es auch noch von mir von früher, der eine geht hier rein, der andere geht da rein, alle Figuren stehen erstmal ziemlich schön und dann schlägt schwarz. Ist eine große Frage, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Tendenziell ist es okay, hier zu schlagen, weil die Bauernstruktur geschwächt wird von Weiß. Auf der anderen Seite bekommt Weiß aber auch einen fetten Freibauern und der kann auch noch gedeckt werden. Und es ist ein bisschen fraglich, ob man hier schlagen soll. Der F-Bauer wird auch jetzt mobil, also F5. Und wenn ich die Engine hier frage, ist sie schon klar auf der Seite von Schwarz. Also es war nicht ganz korrekt. Das Problem also ist auch, also wenn man hier die Engine anschaltet, ist auch so ein bisschen, dass Schwarz jetzt am Zug hier also einen richtig starken Zug hat. Schaut mal rein, ob ihr den findet. Wurde in der Partie nicht gespielt, aber der hätte schon ziemlich Kopfschmerzen bereitet, also konkret taktisch. Genau, Läufer G4. Die letzte Leichtfigur entwickeln mit Tempo. Also was für ein Tempo? Ich drohe hier Läufer E2. Und der einzige Weg, jetzt hier nicht Material zu verlieren, ist den Läufer zu tauschen gegen den Springer. Weil sonst, wie will man das Problem hier auf E2 decken? Läufer schlägt, Bauer schlägt. Und hier diese Stellung auf den ersten Blick vielleicht nicht klar ersichtlich, warum die jetzt so viel besser für Schwarz sein soll. Die Engine sagt plus 2. Dame D2 zum Beispiel raus aus der Fesselung und irgendwie steht Schwarz hier sehr angenehm. Er hat das Läuferpaar, er hat hier eine sehr gesunde Bauernstruktur, also die Bauern kein Doppelbauern, hat potenziell hier die E-Linie, ein schwaches Feld E3 und Weiß hat hier zwar einen Freibauern, der ist aber nicht besonders viel wert und wird tendenziell auch mal ziemlich schwach, weil auf C4 kann C4 auch immer rausgenommen werden. Okay, das hier nur so am Rande. Ist aber auch wichtig zu verstehen, hier nochmal auf Springer D4 wäre es besser gewesen, jetzt nicht auch noch den Springer hier reinzustellen, sondern erstmal zum Beispiel, sorry, bin immer noch erkältet, erstmal Läufer G5 zu spielen. Das wäre jetzt der Engine-Zug, dann ist die Stellung ungefähr ausgeglichen. Schön hier fesseln, dann ist Springer D5 auch wirklich eine Drohung und das wäre ein bisschen genauer gewesen. Okay, Springer E2. Dame E2, Dame D6. So, Dame D6 war wirklich ungenau. Hier in dieser Stellung nach E schlägt D5 hätte wirklich Läufer G4 kommen müssen. Und jetzt, als es nicht kam, ist die Stellung ausgeglichen, wenn nicht sogar ein bisschen besser für Weiß, weil Weiß kann ja jetzt ganz genüsslich C4, sehr gut gespielt, diesen Freibauern decken und hat eine schöne Stellung. Das Einzige, was man nur sagen muss, ist, dass das Schwarz hier wahrscheinlich einen schönen Bauernwall hier kriegt. B6, das ist ein eher unnötiger Zug, weil es schwächt tendenziell diese Diagonale. Also dieser Läufer wurde jetzt stärker, stell dich mal vor, der Bauer zieht. Und er musste nicht wirklich sein. Dieser Bauer hier war eigentlich auch gut gedeckt. Und hier die Engine sagt, spiel einfach F5. Okay, B6, B3, F5. B3 muss ich eigentlich jetzt auch nochmal anmerken. Eigentlich genau dasselbe. Muss überhaupt nicht sein. Macht genau dasselbe und ist tatsächlich noch ein bisschen sinnloser. Nicht böse gemeint. Wirklich nur ehrliche Kritik. Und der Zug ist schon etwas sinnlos, weil also wir decken einen Bauer, der schon gedeckt ist. Würde ich nicht empfehlen, hier Engine-Zug wäre hier G4. Ich gebe zu, das ist unmenschlich, aber also den zu ziehen, aber Idee ist klar, richtet sich gegen F5, direkt den Bauern raustauschen. Also wahrscheinlich kommt trotzdem F5, nehmen. Und jetzt ist die G-Linie offen für beide Seiten, aber anscheinend ist es im Sinne von Weiß. Wie gesagt, der Zug ist unmenschlich. Ich glaube, ich hätte den auch nicht gespielt. Andere Pläne hier wären zum Beispiel A4. Das ist schon menschlicher. Mit A5 hier typisches Motiv. Wir laufen mit dem A-Bauern, habe ich sogar schon mal ein Video dazu gemacht. Wir laufen und tauschen hier raus. Und haben eine Linie geschaffen, auf der wir Gegenspiel kriegen, weil der Gegner spielt am Königsflügel. Was wir wollen, ist am Damenflügel zu spielen. Das heißt, man braucht einen klaren Plan. B3 verfolgt eher keinen Plan und nach F5 hat Schwarz im Prinzip das erreicht, was er wollte. Stellung ist trotzdem grob ausgeglichen. Turm E1, Läufer D7. Okay, das ist alles ganz normal. Läufer G5, eigentlich auch ein guter Zug. Der Läufer steht hier auf dieser Diagonale gut. A6, Läufer D2, ja.
Hier kann ich nicht viel dazu sagen, weil das war ganz normal gespielt, keine groben Ungenauigkeiten. Turm E8. Jetzt haben sich halt alle so ein bisschen am Königsflügel aufgestellt. Es ist eine ziemlich krasse Symmetrie von den Figuren. Die Türme stehen gleich, die Läufer stehen gleich. Damit D1. Ich würde sagen, strukturell, obwohl Weiß den Freibauern hat, steht Schwarz ein kleines bisschen besser, weil er hat hier doch irgendwie mehr Zentrumskontrolle und diese zwei Bauern sind schon nervig. Turm E7. Und H4. So. H4 war jetzt tatsächlich ein Fehler, ein typischer Fehler, weil wir durch diesen Zug unseren König total schwächen. Also jetzt zum Beispiel der Zug F4 nutzt das auch direkt aus und dann wird sie auf einmal wirklich alles sehr, sehr, sehr schwach. Zum Beispiel schlagen. E schlägt zurück und jetzt ist nicht mehr viel übrig. Der Bau hier wird wahrscheinlich fallen. Und zum Beispiel schlagen, das sieht sehr logisch aus. Dann haben wir den Zwischenzugläufer D4. König zieht, nehmen zurück. Und sollte der Gegner jetzt gierig sein und hier irgendwie fressen, nehmen wir auf H4, nach Turm schlägt, erst Turm tauschen, dann auf H4. Die Stellung ist schon fast verloren. Aber das ist jetzt, die konkrete Taktik ist nicht das Problem. Der Fehler ist, H4 zu spielen. Das ist ein Zug. Sowas habe ich früher auch extrem viel gemacht. Aber das ist auch extrem gefährlich, weil wir wollen nicht, man nennt es aufweichen. Wir wollen unseren König nicht aufweichen. Man zieht die Bauern nicht so gerne vor dem König. In dem Fall ist F4 wirklich eine konkrete Begründung. Gibt aber noch andere gute Züge. Zum Beispiel Turm EF7 oder so. Und dann irgendwann mal vielleicht F5. Vielleicht kann man auch G5 durchdrücken, aber wie auch immer. Es hat unser König geschwächt und an sich versucht Schwarz ja schon am Königsflügel zu spielen. Deswegen ist H4 eher schlecht. König H7. H5. Also ich verstehe die Idee. Weiß versucht hier am Königsflügel zu spielen. Ist eigentlich auch keine schlechte Idee, weil am Damenflügel hat es irgendwie nicht geklappt und jetzt versucht man ein bisschen Gegenspiel zu suchen. Ich finde nur, es ist eigentlich klar ersichtlich, dass wenn einer hier auf Angriff spielt, dann Schwarz. Aber es ist mutig und vielleicht hat sich's ja auch ausgezahlt. Ich verrate mal nichts. G5. Turm F3. Okay. Deckt diesen Bauern. Ist natürlich auch angreifbar für Bauern. E4. DE4. FE4. Und das war jetzt ungenau. Schaut mal, was Schwarz hier spielen sollte. Okay, es gibt hier eine sehr schöne Variante Schach. Der König zieht zum Beispiel nach H1 und dann F4. Das vereinfacht die Stellung nicht und bringt wirkliche Probleme für Schwarz, weil auf einmal alle Figuren aktiv sind und F4 ist der Zug, den Schwarz durchdrücken will. Es ist egal, ob Weiß einen Bauern mehr hat oder nicht, weil diesen Bauern kann er erstmal sehr lange nicht verwerten, weil dieses Feld hier unter fester Kontrolle von Schwarz ist. Aber aus menschlicher Sicht ist es nicht so leicht, das zu sehen. Da verstehe ich das hier schon. Aber jetzt muss man sagen, steht auf einmal Weiß besser, weil Schwarz sich geschwächt hat. Also hier typischer Fehler von Schwarz, der übrigens 17,50 hatte, also war ein guter Spieler, aber er war zu ungeduldig, weil dieser Zug ist nicht schlecht, aber nur in Kombination mit der richtigen Idee. Erstmal hätte er zum Beispiel hier Türme verdoppeln können und danach diesen Bauern vorschieben. Das wäre deutlich besser. Also schön, ganz, ganz wichtige Regel, die gebe ich sehr gerne häufig mit auf den Weg. Bevor ihr so Bauern zieht, die Stellung öffnet und euren finalen Plan durchführt, fragt euch, ob wirklich alle Figuren perfekt positioniert sind. Und hier wäre ein verdoppelter Turm bestimmt besser, wenn man den E-Bauern zieht und ein verdoppelter Turm dahinter ist, als nur einer. Und was soll Weiß machen? Der hat hier nicht die Riesenauswahl an Zügen. Also die Engine sagt, bester Zug ist Dame C2. Ändert nicht viel. Genau. Heißt E4, ungenau, bisschen zu ungeduldig. Und nach dem Schlagen dann noch ein Fehler. Und auf einmal steht Weiß besser. So schnell kann das gehen. Jetzt auf einmal plus 1,5 Vorteil. Warum? Dieser Bau hier ist einfach schwach. Ist ein Isolani und neigt zur Schwäche. Turm F8, Läufer F8. Und ihr könnt euch schon denken, das hier wird eine lange Partie, weil es ist nicht so, dass hier jetzt ein König matt gesetzt wird. Es kommt sogar ein sehr, sehr spannendes Endspiel.
Läufer E4 Schach und das war das Problem. Jetzt hat Weiß auf einmal den Bauern mehr, also schwacher Bauer neigt zur Schwäche. Und was macht? Was macht Schwarz? Eigentlich den einzigen Zug finden, das ist schon mal sehr gut, ein Qualitätsopfer. Wenn der König zieht, zum Beispiel König G8, das ist tatsächlich deutlich schlechter. Hier gibt es mehrere Züge, die gut sind, zum Beispiel Dame F3, die Figuren alle Richtung König holen, hier Dame Turm F1 im nächsten oder Dame D3 und das will Schwarz nicht. Die Stellung ist einfach gewonnen oder zumindest klar besser. Hier König G2, auch ein sehr guter Zug runter von den schwarzen Feldern und ja, hier man hat ja einfach einen Bauern mehr mit Weiß und klar besseres Spiel. Dagegen ist das Qualitätsopfer deutlich besser. Schlagen und natürlich nur in Verbindung mit Dame G3 Schach. Und hier hat man gute Chancen. Die Stellung ist Ausgleich, Dauerschach. Dauerschach, König 1, Schach, Schach, Schach. Aber in der Partie, haltet euch fest, König F1. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt bin ich stolz auf Weiß, weil Weiß will auf keinen Fall Remis. Er will diese Stellung noch gewinnen. Und das ist auch die richtige Herangehensweise, vor allen Dingen in der Online-Partie. Aber aus Schachtrainersicht muss ich sagen, war das eine Fehlentscheidung, die Stellung ist jetzt verloren. Zum Beispiel nach dem Zug Läufer F5. Der Turm zieht. Zum Beispiel hier, nur als Beispiel, Läufer D3. Turm muss wieder runter. Dame F2. Und wenn der König nach G1 geht, Dame E1. Also wir müssen es nicht im Detail durchgehen, aber Weiß hat einfach zu viel Angriff. Der kann auch immer noch den Läufer dazu holen und matt in 15, ne, matt in 12 inzwischen. Aber es geht hier nicht darum, matt in wie viel Zügen. Es ist auf jeden Fall extrem gefährlich. Läufer 5 für die Partie gewinnen. Hier, das ist zwar schwierig zu sehen, aber in solchen Stellungen war wahrscheinlich, es war auch nicht mehr so viel Zeit. Okay, naja, Schwarz hat noch 8 Minuten, hätte man schon ein bisschen mehr rechnen können. Mal schauen, wie viel hat er an dem Zug überlegt. Na, 10 Sekunden, das ist zu wenig. Schwarz hat viel zu schnell gespielt in so einer wichtigen Stellung, wo er hätte gewinnen können. Diesen Zug, Schwarz steht immer noch besser, aber es ist fast, also nur noch zwei Vorteile. König E2, Läufer G4. Und es sieht so gut aus, aber was macht Weiß? Genau, er opfert die Qualität zurück. Also hier hat Schwarz den Weißen rausgelassen. Dame schlägt G4. König E1 und Dame D1. Und wir sind in dem spannenden Endspiel, das ich euch hier angekündigt habe. Besser wäre übrigens gewesen, hier nach König E1 nicht die Damen zu tauschen, sondern einfach mit Dame am Brett zu spielen. Und dafür kann ich euch auch den klaren Grund sagen. Es ist einfach so, dass der weiße König deutlich schlechter steht. Und hier spielt Königssicherheit noch eine Rolle. Hier ist eventuell mal ein Freibauer. Und dieser Läufer hier wird mal sehr schnell sehr, sehr, sehr aktiv. Und deswegen wäre sowas hier Schach. Okay, vielleicht lieber dieses Schach hier, Dame H4. Dame H4 und dann mit dem G-Bauern laufen zum Beispiel oder wirklich diese Variante wäre einfach deutlich zielführender. Aber es ist eine komplizierte Stellung und ich muss auch sagen, das ist nicht der typische Fehler in dieser Spielkategorie, dass man nicht präzise genug rechnen kann. Das ist überall ein Problem, aber wir hatten schon ein paar von den typischen Fehlern. Auf jeden Fall auch viel zu schnell gespielt an dem wichtigen Punkt der schwarzen Spieler. Okay, Dame schlägt D1. Das hier wieder. Hier hat der schwarze Spieler sogar noch Zeit gewonnen an diesem Zug. Er hat gar nicht drüber nachgedacht und hat die wichtigste Entscheidung überhaupt getroffen, hier ins Endspiel zu gehen. Weil nach dem Damentausch ist tiefes Endspiel. Und es ist überhaupt nicht klar, für wen das besser ist. Und es ist sogar ein kleines bisschen besser für Weiß. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber wenn er die Dame am Brett lässt, hat er ein sicheres Remis und wahrscheinlich, also Stellung ist -4, wahrscheinlich gewinnt er es. Überhaupt nicht drüber nachgedacht. Viel zu schnell gespielt, obwohl es so eine wichtige Entscheidung war. Dame D1, König D1. So. Warum ist die Stellung besser für Weiß? Nicht gewonnen, aber besser. Okay. Weil die ganzen Bauern hier stehen auf Schwarz, die hier stehen auf Weiß. Die stehen übrigens auch auf Schwarz und der auch auf Weiß. Und heißt, welcher Läufer ist hier stärker? Ja, der Schwarzfeld. Also derjenige, wenn beide schwarzfeldige Läufer haben,
Also, sorry, ich muss noch mal neu aufrollen. Weiß hat hier den besseren Läufer, weil die eigenen Bauern auf der anderen Farbe stehen. Das heißt, er kann schön dazwischen durchziehen. Und wird nicht von seinen eigenen Bauern blockiert. Und noch viel schlimmer, stell dich mal vor, dieser Läufer kommt auf diese Diagonale hier hinten rein. Dann gewinnt der einen nach dem anderen Bauern. Oder der andere Läufer muss sich super passiv hinstellen. Und dann können wir schön mit unserem König ranlaufen. Also vom Prinzip her, übrigens, die Engine hat sich neu justiert. Sagt schon, die Stellung ist gewonnen. Ist aber auch ein bisschen logisch, weil diese Endspiele hier, hängt wirklich alles von der Läuferfarbe ab. Da muss man auch drauf aufpassen. Hier G4, Läufer F4. G4 war übrigens auch ein wirklicher Fehler. Man zieht diesen Bauern nicht, weil der ist gerade noch gedeckt. Sobald man ihn zieht, neigt er zur Schwäche. Der König kann zum Beispiel rangehen. Der wird hier nicht alleine durchlaufen. Viel, viel besser wäre hier erstmal den König zu aktivieren. Irgendwie hier König ziehen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man hier den König aktiviert. G4, obwohl der Gegner relativ stark ist, hat er das einfach nicht gesehen. Und diesen, ich will wirklich nicht böse sein, aber es ist ein schrecklicher Zug, weil dieser Bauer war schön gedeckt und ist tendenziell der größte Trumpf von Schwarz. Es ist ein Freibauer. Den trennen nur noch 4 Felder vom Umwandeln. Aber sobald man ihn zieht, ist es eine ganz, ganz schlimme Schwäche. Also die Engine findet das auch eher schlecht. Also ziemlich schlecht. Läufer 4. König 7. Jetzt läuft Weiß auch. Das würde ich auf keinen Fall machen. Wieder genau dieselbe Situation. Ich weiß, es sieht gut aus. Aber in so einer Stellung auf jeden Fall König aktivieren. Wir sind tief im Endspiel. Der König hier wird mit einer Kampfkraft von ungefähr 4 Bauern eingeschätzt und der Läufer nur mit 3. Also wir brauchen den König. Der König ist hier der größte Trumpf und bevor wir diesen Bauern ziehen und tendenziell schwächen, weil wenn der König dran ist, gewinnt Schwarz diesen Bauern. Also es wirklich würde ich nicht mit den Bauern ziehen und hier auf einmal ist die Stellung Remis, König E6 und dieser Bauer ist weg. Also ich hoffe, dass ihr diesen Zusammenhang verstanden habt, weil das macht das auf keinen Fall. Diese Bauernzüge hier, beide Seiten haben mir denselben Fehler gemacht, was es mir zeigt, dass es klassisch ist für diese Spielstärke. Zieht auf keinen Fall diese Bauern so, weil der ist einfach weg. Hier in der Stellung König F7 hätte jetzt noch gewonnen der Zug D7. Mit der Idee, könnten wir überlegen. König E7, was war die Idee? Genau, Läufer D6. Das wäre ziemlich krass. Wenn der König den Läufer schlägt, ist der Bauer durch. Wenn der König den Bauer schlägt, ist der Läufer weg. Und auf D7, Läufer E7 zum Beispiel, was spielt Weiß jetzt? Läufer C7. Und der Bauer ist auch durch. Also so wäre es gegangen. Aber wenn man das nicht sieht, dann ist es wirklich ein klarer Fehler. Okay, König E2, jetzt ist der Bauer weg. Die Stellung ist ausgeglichen, weil... Okay, das ist jetzt ganz, ganz fraglich, warum Schwarz nicht schlägt. Also die Antwort ist klar, Schwarz wollte nicht ins Bauernendspiel, hat Schwarz für schlecht erachtet. Aber wenn Schwarz diesen Bauer nicht nimmt, irgendwann muss Schwarz den Bauer nehmen, weil das ist ein Freibauer. Der bindet beide Figuren dran, weil der König kann auch nicht weg, weil sonst läuft der Bauer. Sorry. Heißt, Schwarz muss nehmen, schlägt, König schlägt. Und dieses Bauernendspiel wäre, Überraschung, sogar gewonnen für Schwarz. Also wir holen uns den Bauern, König E6, schlägt und jetzt ganz wichtiger Zug, König E5. Schwarz ist drin. Und hier, ihr seht, der König hat nicht viele Felder, muss sogar zurück, außer, okay, er kann natürlich Bauern ziehen, aber dann zieht er auch Bauern hier. A5 und dieses Endspiel ist gewonnen für Schwarz. Beispiel hier, König H4. König F5 dürfte technisch perfekt sein, weil wir holen uns erstmal diesen Bauern, dann haben wir einen Freibauern, bindet diesen König an diesen Freibauern und wir laufen schön rüber und gewinnen alle anderen. Heißt, es gab nie Grund zur Sorge vor diesem Bauernendspiel. Hier darf Weiß auf keinen Fall ins Bauernendspiel gehen und muss diesen Bauern schlagen. Aber hier einfach König F5, man hat den Freibauern, eine schön aktive Stellung. Hier ist nicht mehr viel los, weil eben hier jeder einen Freibauern hat und sich alles nur noch um diesen Flügel hier dreht, ist es gar nicht wichtig, auf welcher Felderfarbe hier die Bauern stehen. Okay. König D7, das ist wirklich ungenau, weil
totale Zeitverschwendung. Der König wird aktiv, perfekt gespielt, Hammer. Jetzt hier sehr, sehr, sehr schöne Passage. Weiß hat hier genau das Richtige gemacht. Schön den König aktiviert. Also Weiß hat dann sicher eine saubere Partie hingelegt. Ich komme immer so in diesen Kommentiermodus, wo ich euch versuche, wirklich die Fehler sozusagen, dass ihr die nicht nochmal macht. Das ist, Weiß spielt viel stärker als seine Zahl. Das ist, er hat auch den ziemlich auseinandergenommen. Also nicht falsch verstehen. Hier. Dieses B5 war auch ein unnötiges Bauernopfer, aber hier hat sich Schwarz vielleicht schon aufgegeben, weil B5, also solltet ihr nicht machen. Ein Bauer ist sehr viel wert, im Endspiel noch mehr als sonst. Und hier verschwende ich wahrscheinlich jetzt eure Zeit, wenn ich noch so viel dazu erzähle. Auf jeden Fall hat Weiß jetzt zwei Bauern mehr und hat es geschafft, das sehr schön und sauber zu verwerten. Auch cooler Zug hier, Läufer E3, der kann nicht genommen werden. Geschlagen. Und gewonnen. Sehr, sehr interessant. Wirklich coole Partie. Nochmal kurz zusammengefasst, diese Eröffnung hier sehr sauber. Das Schlagen war ein Eröffnungsfehler. Da sollte man sich die Pläne anschauen. Dann war das auch ein Fehler, diese Stellung hier zuzulassen. Läufer G4 ist wirklich eine sehr, sehr böse Fesselung. Hier in dieser Stellung, bevor, also H4, habe ich ja schon gesagt, wir weichen unseren König nicht auf. Und bevor Schwarz die Stellung öffnet, erstmal schön die Figuren alles auf die E-Linie bringen, alles maximal verbessern, was so im Hintergrund steht. Dann in dieser Stellung hat Schwarz viel zu schnell gespielt, hätte die Stellung gut gewinnen können. Stattdessen ist er in ein schlechteres Endspiel gegangen, indem beide Seiten leider so einen unnötigen Bauernzug gemacht haben, der total geschwächt hat. Und hier hat Weiß Schwarz dann einfach überspielt. Cool, dass ihr so lange zugeschaut habt. Seid so gut, lasst ein Abo da, liked dieses Video. Und ja, ich freue mich einfach, dass ihr hier seid. Zieht es mit dem Schachtraining wirklich durch. Bisschen mehr trainieren, statt zu spielen, wenn ihr Fortschritt machen wollt, wenn es euch nicht nur um den reinen Spaß geht. Und macht's gut. Ciao.